Und K-7 hat gar keinen Bock darauf, Falle zu werfen, aber ich zwinge ihn dazu. Genau so läuft das hier nämlich, ja? Ich ergreife jetzt hier, weil Gefahr im Verzuge ist, ergreife ich direkt erste Zwangsmaßnahmen, ja? Machen das Ganze einfach so, Mauerbrecher rein, der Gegner muss dagegen irgendwas tun. Aber guck mal, ja Kami, du hast ja gar nichts, wie kommt das wohl? Machen wir einmal den Bombenturm rein, machen wir einmal wieder Law ganz entspannt. Ja, guck mal Kami, wie löst du dieses Problem? Da ist ein Bombentower und der ist nicht umsonst in diesem Deck, denn der ist bombastisch strong. Jetzt geht's hier natürlich nochmal rüber. Der Kollege hat alles, der hat Bats, der hat Rage, der hat Pfeile, ich meine Zap Rage Pfeile, der hat alles dabei. Und trotzdem kriegt er vom Papa Spin aufs Maul. Weil ich, sag mal, die Pfeile, haben die irgendwie Diesel statt Benzin getankt? Was war denn das? Haben die irgendwie Kapitalmotorschaden? Soll ich da nochmal Brot hinterherwerfen, damit die ans Ziel kommen? Lieber Kami, Erkami, Sahi und Frolori, was war denn das? Also wenn das das Niveau heute ist, dann bin ich in der Kreisliga besser aufgehoben.